der Audi-Windkanal in Ingolstadt. Statt auf der Piste stehen die Alpinskifahrer des DSV heute hier. Mit bis zu 120 km/h peitscht den Abfahrtsprofis der Wind um die Ohren. Auch unser Le Mans-Gewinner, der Audi R18 e-tron Quattro, wurde hier aerodynamisch perfektioniert. Gutes Omen vor dem Start in die alpine Skisaison? Man kann halt schauen, was nur außer Aerodynamik wirklich rauszuholen ist. Aus der Position, wie hoch man wirklich steht und wie man die Armhaltung hat, wie hoch man den Hintern hat, wie hoch man den Kopf oder wie tief man den Kopf tut. Das ist wirklich sehr gut erkennbar hier. Hier im Audi-Windkanal herrschen beste Arbeitsbedingungen. Wie bereits die Athleten aus Österreich und der Schweiz stellen sich auch die DSV-Sportler den orkanartigen Windstärken. Die Audi-Ingenieure unterstützen das Team bei der Suche nach der idealen aerodynamischen Position und zeichnen den Windwiderstand am Computer auf. Der Trainer nimmt dann kleine Korrekturen an der Körperhaltung vor. Kleinigkeiten, die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wenn man über ein längeres Stück, über ein Gleitstück, sage ich mal eine halbe Minute, da so Sachen verändert, da kann das schon im Zehntelbereich liegen, also so 2-3 Zehntelsekunden, und das ist viel bei uns im Sport, wenn es um Hundertstel geht. Umso wichtiger also, dass die Profis die Erkenntnisse aus dem Windkanal auf der Piste optimal umsetzen. Denn das aerodynamische Gesamtkonzept ist das Geheimnis einer Top-Performance. Im Schnee wie auf Asphalt.